der letzten Episode. Eisen. Gut, damit wird das nichts. Gute Nacht. Hallo Fuchsi, willst du mitschlafen hier? Dann hast du doch bestimmt auch Rocken. Du hast Kupferbarren, echt? Sind die noch von mir? Du hast kein Rocken. Willst du mich verarschen? Das ist ein Rocken zu wenig. Hallo? Hallo. Brauch nochmal ein Rocken. Ich habe einen verloren. So, gute Nacht. Da gehe ich. Also das will ich mir nicht angucken. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Medieval Dynasty in der Episode 42. Gibt's sehr merkwürdige Töne. Na gut, wir lassen mal die Häuser sein und kehren mal zu dem verwirrten Zwirr zurück. Wir haben die Sachen abgelegt. Keine Ahnung, ob das die richtige Reihenfolge war, aber das interessiert mich persönlich auch relativ wenig tatsächlich. Da vorne läuft jemand. Das ist eine von uns, das ist Helga. Tatsächlich. Hallo Helga. Okay. Dann rennen wir mal hin. Bisher beschwert sich noch niemand über vermisste Werkzeuge, aber die Helga ist auch diejenige, die ja für den Ackerbau zuständig ist und ich denke, sie hat einfach noch nichts zu tun. Genau, schaff du mal weiter schön Bäume ran. Ja, genau, Holzstämme, dass wir da zur Not irgendwas Schönes bauen können. Das Feuer brennt nur. Immer noch die drei Frauen, die dort sitzen. So. When nothing hurts you, you are dead. Guten Tag. Ja, Gotha. Wie ist dein Tag heute so? Entschuldige, mein Mann sagt, ich soll mich nicht mit den einfachen Leuten abgeben. Und machst du immer, was dein Mann dir sagt? Ja, das ist es, was eine gute Frau tut. Jetzt entschuldige ich, mein Mann sagt, ich soll mich nicht mit einfachen Leuten abgeben, wie du wünschst, werte Dame. Wie ist es, Mirogods Frau zu sein? Es ist eine große Ehre. Jetzt entschuldige ich, mein Mann sagt, ich soll mich mit einfachen Leuten abgeben, wenn es das ist, was du willst, werte Dame. Kommst du ursprünglich aus dem Oxbow? Ja, ich bin in diesem wunderbaren Land geboren. Weißt du, ich bin eigentlich in einer der Höhlen geboren worden. Das ist eine witzige Geschichte, sag ich dir. Oh, entschuldige, mein Mann sagt, ich soll mich nicht mit einfachen Leuten abgeben. Ich würde diese Geschichte lieben gerne hören, wenn ich ehrlich bin. Entschuldige, mein Mann sage ich. Nein, natürlich werde Dame. Have a good day. Eingebildet sind wir, so. Hey, Bekloppter. Hast du das Ritual durchgeführt? Genauso wie ich es dir gesagt habe, ich bin gar nicht ganz sicher. Ein Stein in der Mitte, auf ihm auf der linken Seite zwei Barsch. Auf der, jetzt bin ich sicher, dass ich einen Fehler gemacht habe. Was hast du getan? Wir sind alle verloren. Ich muss mich beeilen. Es gibt einen weiteren Ort, an dem ich versuchen kann, das Ritual durchzuführen, das uns ein wenig mehr Zeit verschaffen kann. Aber es ist weit weg, dann viel Glück. Oh ja, Glück ist etwas, was wir alle brauchen. Sollte die Welt nicht vorher untergehen, komme ich zurück, um deinen Bericht zu erstatten und mit dem Quartiermeister zu sprechen. Der Quartiermeister wird sich freuen. Plus 300. Gut, alles klar. Das Ende naht in Anführungsstrichen. So, dann gehen wir mal zurück nach Hause. Ja, genau. Wir werden jetzt mal einfach mal die Holzhacke vorbereiten. Wir werden den Dünger vorbereiten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es mit Flachs aussieht, aber ich denke mal, das haben wir schon vorbereitet. Gekauft. Das ist aber schon wieder die NPC-Geschichte. Ja, ich bleib wachsam. Okay. Ich
Hier ist wahrscheinlich nichts Neues drin. Die Tauben sind nicht ganz knusper. Da liegt der Pfeil, okay. Okay. Okay, das ist klar. Wir müssen hier auch mal ein paar Punkte sammeln. Gut, jetzt haben wir die Pfeile wieder zum Teil. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welches andere wir auch noch angeschossen hatten. Sagen, das war nichts. Na gut. Vielleicht sollte ich auch mal diese Fallenmechanik wieder aufsetzen. Zurück. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal gucken. Das ist ja hier so. Für das Fell oder Leder oder was auch immer. Genau. Fell haben wir nichts. Nee. Warte mal. Ja, bevor ich wieder wie ein wildes Huhn hin und her renne. Also, was haben wir hier für? Die Eimer füllen wir mal, die Eisenaxt, die 1% Eisenaxt. Damit kann man noch einige Bäume fällen. Kupfermesser, Bronzemesser, das könnte man dann eigentlich mal verkaufen. Dann verwenden wir das Kupfermesser weiter. Roggenkorn kommt woanders rein, Stroh rein. Stiefel, was haben wir eigentlich an? Ach, wir haben doch diese Pelzschuhe. Ne, wir haben die Pelzschuhe an. Junge. Wenn man da die Pelzschuhe mal gegen die Stiefel vergleichen, die haben was? Minus 15% Hitzeschutz plus 15% Kälteschutz und die Stiefel haben 10% weniger Kälteschutz, aber mehr Hitze, also kein Hitzeschutz und plus 5%. Okay, die könnte man verkaufen zu Deutsch. Haben wir eigentlich, warte mal, jetzt will ich gerade mal schauen. Ja, scroll rein, komm, ey, mach hin, Junge. Genau, das ist die Näherei. Sind da unsere Schuhe drin? Ja, genau. Ja, dann wäre das besser, die zu verkaufen. Okay, ich sehe schon. Ich bräuchte echt noch eine Verkaufskiste, aber sowas gibt's nicht. Okay. Der Kupfermesser behalten wir. Roggenkorn kommt woanders rein. Stiefel. Genau. Säckchen Roggenkorn. Ach, warte mal. Wir hatten im Materiallager noch den Dung gelagert. Den können wir gleich mal verarbeiten. Außerdem sind zwei Eimer schon wieder leer. So. Nee, ach ja, okay, gut. Alle bitte. So, haben wir einen Dung übrig und jetzt haben wir 74 Dünger. Nice. So, ich glaube, das war es dann erstmal. Jetzt ist aber Roggenkorn natürlich und die zwei Säckchen. Jetzt natürlich die Frage, was machen wir mit dem Fleisch? Wir haben eh zu viel Fleisch. Und vielleicht lassen wir daraus Dung werden. So, dann füllen wir mal die ganzen Eimer. Verwenden, genau, alle. Außerdem könntest du mal trinken, das ist auch nicht verkehrt.
So. Gut. Dann kommt ihr hier rein. Die saure Milch kümmert sich keiner drum. Echt, will das keiner trinken? Das verstehe ich jetzt ja nicht. Gut. Wir könnten nochmal nach Kalkstein gucken. Das wäre die Sache. Ob sich da was getan hat. 4, okay, das reicht nicht. Wieso sind hier Leinsamen drin? Oh, wir haben 2 Pflaumenbaumsetzlinge. Das ist ja super. Die können wir auch mal aussäen, wollte ich schon sagen. Ordnung ist das halbe Leben. So. Die landen natürlich alle hier. Dann, achso, wir müssen, ja genau, das muss man erstmal mit der Spitzhacke vorbereiten. Mit der Eisenspitzhacke natürlich. Und dann wollte ich noch 2 Holzspitzhacken bauen. Also ich muss sagen, Haus ohne Tür ist einfach auf jeden Fall die bessere Wahl. So, wieder auf die 3. Das sind schon Pflaumenbäume, echt. Das da drüben. Kirschbäume. Dann haben wir ja genau da drüben, das sind dann Apfelbäume, oder? Genau, was ist das? Birnen, ah, okay, alles klar. Dann, wie war das? Also, da müssen wir ins Baumenü. Tja, nun also, Landwirtschaft. Feld? Nee, nicht Feld. Parzelle. Parzelle war richtig. Also, Gebäude, Landwirtschaft, Plantage, okay. Machst du nochmal 2? Das ist 1, genau. Hallo? Warum nicht? Also weil das sich überlappt. Okay. So ein bisschen weiter rausgehen. Genau. Also jetzt brauchen wir natürlich das Säckchen wieder. So. Man kann die ja nicht sonst aus, das geht ja nicht, also bitte. Du kannst den Setzling nicht einfach so. Genau, dann nimmst du mal das, was wir haben. Das sind die Pflaumenbäume. So, wo ist das dann? Ist das hier? Gut. Dann hätte man die ausgesät. Da bin ich mal gespannt, wann die Früchte tragen. Das wird noch ein paar Jahre dauern, schätze ich mal. Okay, ich denke, so, dann haben wir die 14 Pfeile alle wieder ausgerüstet. Ich denke, das passt erstmal so weit, was ich mal machen würde. Wir gehen mal in die Näherei. Gott, wo war das jetzt wieder? Das war hier, richtig? Schneidertisch, Rucksäcke. Wir haben ja den normalen und dafür fehlt uns Technologie. Ach du Schande. Die kleine Gürteltasche haben wir gefunden. ja, okay. Was ist das jetzt wieder für Technologie? Warte mal. Wir gehen mal in die Technologie. Es gibt die Bautechnik, die Landwirtschaft, die Überlebens- und die Produktionstechnik. Und wahrscheinlich herstellen, backen und kochen. Okay. Gut. Wir könnten Eimer oder Holzschalen herstellen, nicht? Kohlsuppe. Na gut, das ist ja eine Köcherei. Hier kannst du halt die ganzen Kleidungsstücke herstellen. Also wir könnten... Wo waren das wieder? Handschuhe. Hä? Haben wir nicht Handschuhe gekauft? Ne, Schuhe haben wir gekauft, genau. 10 Pelz, 10 Leder. 240 bringen die. Ach, wir müssten mal Hosen machen, Junge. Hose mit Manschetten. Ja, kauft das halt. 2 Leinengewebe, 2 Leder, 2 Leinengarn. Was war das? 2 Leinengewebe. 2 Leinen Garn und 2 Leder. Machen wir uns mal eine richtige Hose hier. Eine Hose wollte ich eigentlich, Junge. Ich wollte kein Shirt. Oder
Hemd, wie man ja im Mittelalter sagt. So. Die hat 2% Hitzeschutz und 4% Kälteschutz. Und die hat 3 und 6. Ah, jetzt sind auch mal die Beine bedeckt, Sister. Auch wieder was zum Verkaufen. Ja, effektiver ist es wahrscheinlich, Holzdinge herzustellen. Was haben wir denn in der Werkstatt zum Herstellen? Was ist das eigentlich? Ach, eine Töpferscheibe. Bringen die Tonsachen viel Geld? 0,8, echt 4, 2. Tonflasche, 4 Ton. Na, eigentlich nicht. So, was haben wir denn hier? Vase mit Blumen. Da brauchen wir auch Blumen dazu, natürlich. Okay, die bringen dann alle 6 Geld. Das war 320. Eine Handlaterne. Also du brauchst Eisenbarren. Weitenkiste kann man nicht herstellen. Wir können maximal mittlerer Weitenkorb, der bringt 5. Was brauchst du denn dafür eigentlich? Haufenweise Stöcke. Messer, nee. Holzrad. 4 Bretter. Also ja, okay, wir dürfen das nicht, sonst wäre das echt gut. Wir müssten 40 davon bauen. Das heißt, wir bräuchten 320 Stöcke, echt, damit sich das überhaupt rentiert. Wow, da ist ja richtig viel drin. Wie viele Stöcke haben wir denn? 16. Nichts zu deutsch. Okay. 9, okay, 7, 7, 7, 7, 14. Was ist das? Das Säckchen, da brauchst du Leder dazu, okay. Das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Warum kann man Schneebälle nicht verkaufen? Verdammt. 14. Bringt mit einem Leder, echt? Wir haben nämlich relativ viel Leder tatsächlich. Ja, 52. Also ich würde sagen, wir nehmen jetzt nicht alles, sondern vielleicht nur 30. Und dann stellen wir 30 Säckchen her. 30 mal 14 sind über 400. Dann nutzen wir vielleicht den Tag nochmal, um Geld zu besorgen. Okay, was verkaufen wir? Wir verkaufen auf jeden Fall den Bärenwein. Nicht extrem viele Bögen. Die Bronzemesser, die brauchen wir jetzt beide nicht. Warum sind hier Federn drin? Wir haben eine Holzschaufel. Oh, die nehmen wir mal mit. Das ist gar nicht verkehrt. Hier ist noch eine Holzhacke. Die könnte ich mal rüber tun. Die Hose verkaufen wir. Kupferpfeile wollte ich eigentlich nicht mehr verwenden, weil wir haben ja Eisenpfeile. Aber wir behalten sie mal. Warte mal, wir haben einen Langbogen mit 46%. Okay. Roggenbrot liegt hier. Stiefel auf jeden Fall. Okay, die Hacke kann man auf jeden Fall schon mal raustun. Nee, die. Achso, ich habe die Holzhacke. Die Holzhacke, genau. Die Eisenhacke habe ich noch dabei. Die will ich natürlich jetzt nicht mit mir rumschleppen. So, die bleibt dann hier. Jetzt überlege ich, wo der Ton war. Könnte das sein, dass das hier der Ton ist? Okay, wir bleiben auf der Seite, weil hier drüben sind ja Wölfe und Wildschweine und Bären. Und Luchs, oh Gott. Na, jetzt schlägt es aber 13 hier. Ach, ich wollte doch die Kaninchenfalle bauen. Ja, okay, gut. Ja, das interessiert mich aber gerade nicht. Der Schmutz. Renn lieber weg. Von euch ist sonst keiner gefallen, oder? Huch, was glitscht da? Es glitschen die Rehe. Ist mit Öl schon eingeschmiert. Ja, das lässt sich dann gleich besser kochen. So, da haben wir den Schmutz mal. Na gut, du willst nicht trinken, dann lass es halt. Ja, genau. Man sieht das ein bisschen auf der Karte, okay. Halt.
Wenn man es weiß zumindest. Dass das Ton ist, naja gut. Muss man sich dann halt merken. So, dann gib mir mal die Schaufel. Ein bisschen was wird man damit wahrscheinlich schon rumbekommen. Hier ist sie. 26%. Ton. Ich denke, dass ich das so ähnlich wie die Bäume dann pro Jahreszeit einmal nachfüllt oder so. Natürlich. Und die restlichen 20% kriegst du so nicht, Eric? Na gut. Hallo, Foxy. Ja. So viel Sauberkeit, Junge. Guck mal, jetzt Barsche. Kannst du einen nehmen, guck. Komm her. Gut, dann verkauf mal ein bisschen. Wenigstens das Würmer abgehauen. Hey, Junge. Oh, it's you again. Bist du Bias Tovia? Scheint sehr interessant zu sein. Könntest du mir etwas mehr über die Stadt erzählen? Nö. Sie ist die großartigste Stadt der Welt. Wusstest du, dass die Stadtmauern zum Zeitpunkt des Todes meines Vaters beinahe ein Handbreit niedriger waren? Ha, das waren sie. Ich habe sie erhöhen lassen. Bringt das wirklich etwas? Ach, weißt du schon, was weißt du schon? Hast du jemals eine Mauer wie diese gebaut? Hast du sie denn überhaupt? Hm? Bist du überhaupt ein Kastellan? Ja, das dachte ich mir. Entspann dich, ich war nur neugierig. Ich habe die falsche Taste gedrückt, gut. Hat Obsbo ein Problem mit Gesetzlosen? Wie bitte? Wer hat dir das gesagt? Niemand, ich habe nur... Das ist der sicherste Ort, den es gibt. Ich beschütze mein Volk. Ich bin der Einzige, der sie beschützen kann. Also unterlasse diese lächerlichen Fragen. Glaub mir, du willst nicht bei mir in Ungnade fallen, du kleiner Unruhestifter. Du willst nicht erleben, was geschieht, wenn sich meine schützende Hand zurückzieht. Vergiss, dass ich gefragt habe. Ich würde gerne... Nee, will ich nicht. Ey, Markus, Love. Hast du noch Geld? Hast nichts mehr, echt? Setzlinge, Bretter, Bronzebarren, Flachs, Leinsam Flachsheim, okay. Ich guck nur mal, was er so Interessantes hat. Hopfen, Setzling. Kann das Ganze ja über in Plantagen gepflanzt werden, um Hopfenpflanzen wachsen zu lassen. Interessant. Ton halt. Ey, lass mal. Only the so long. Hat irgendjemand von euch noch Geld? Oh, it's you again. Nee, hat sie nicht. Have a nice day. Jetzt stecke ich hier fest. Hey, Unislava. Hail, Fred. Ah, du hast noch Geld, hervorragend. Wir haben 29 einfache Säckchen. 284, ja, okay, wir kriegen nicht das komplette Geld, was da steht. Wir sind halt ein Noob. So, die Hose, 210, naja, nice. Kupfermesser behalte ich natürlich. Die Stiefel. Weg damit. Den Ton behalte ich. Den habe ich ehrlich geerntet. Ich denke, das war's. Sind wir wieder bei 10.000. Nice. Take care. Ja, so. Ich denke, wir sind hier fertig. Wieso ist da drüben so ein Urkundensymbol? Wieso ist das ein Urkundensymbol? Er hustet und prustet und hustete. Was ist das denn wieder? 3 Holzstamm, 25 Stöcke, 24 Stroh. Du kriegst 22 Münzen dafür und 120 Dynastiereputation. Jage Füchse, du willst mich wohl verarschen. Abliefern der waren 9 Holzhacken. 41 Geld. Wölfe unter uns. Jage 4 Wölfe. Da gibt es relativ viel, aber ich habe da schon ein paar Wölfe gejagt. Das zählt nicht. Wahrscheinlich gilt das nur pro Saison. Apropos, es wird Zeit, in den Frühling zu wechseln. Das heißt, wir müssen erstmal nach Hause. Und dann heißt es wahrscheinlich direkt, sich erstmal wieder um den Acker kümmern.
bin mal gespannt, ob die Helga dann uns sozusagen ermahnt, dass sie Werkzeug braucht. Oder Dinge, mit denen sie das überhaupt erst umsetzen kann, dass sie das sich nicht selber ranschafft. Tja, dann ist er noch leider erstmal mit knatschendem Schnee vorbei. Und ich will jetzt nicht auf den letzten Tag spekulieren, so nach dem Motto, naja, vielleicht gibt es ja dann irgendwie Schneefall. So irgendwie Niederschlag habe ich sowieso noch, haben wir ja schon Niederschlag überhaupt gehabt in dieser Karte. Ich weiß, dass es in der anderen halt öfter mal Regen gab. Aber ich kann mich in der eigentlich nicht daran erinnern, dass wir irgendwie Niederschlag hatten. So, schlafe bis zur nächsten Jahreszeit, oder machen wir das? So. Ab in den Frühling. Oh, alles ist wieder grün. Steuern zahlen. Her mit der Kohle. So. Genau, die Karotten wachsen jetzt bis in den Sommer. Die müssen noch ein bisschen durch, aber das können wir ernten. Und wie erntet man das? Nicht mit der Hand. Ach, ich brauche eine Sichel. Kann das sein? Na, sicherlich. Da muss ich mal gucken, ob wir eine haben. Wir haben zumindest eine Bronzesichel. Oh, wir haben sogar Steinsichel. Na ja, holla die Waldfee. Okay, dann nehmen wir erstmal die Steinsichel. Die wird wahrscheinlich nicht sehr lang halten. Ich bin ja tot. So. Ah, wir haben Roggen gesät. Hat ja richtig lang mitgemacht. Ich bin mir sicher, dass die Bronzesichel wahrscheinlich nicht extrem lang mitmacht. Na doch, die hält ein bisschen länger durch. Ach so, ja, okay. Da muss man schon ein bisschen gründlicher durch. Ich sehe das schon. Uiuiui, da kommt richtig was an Rocken rum. Wir rocken die Welt. Was ist das? Was? Ungedüngt. Da stand irgendwie ungedüngt, genau. Da kann man jetzt gleich drauf düngen. Ich habe schon 176 Rocken, das ist echt krass. So, den lagern wir schon mal ein. Zum Glück geht jetzt 250 rein. Oh, guck mal, verdorben. Wie bitte was? Die sind noch nicht verdorben. Das aber schon. Da kannst du auf jeden Fall mal Dünger draus machen. Drei. Also zu Deutsch. Ein Hirsch gibt drei Dünger. Okay. Wie ist denn das hier? Können wir irgendwie... Hier ist doch diese Amboss-Geschichte. Da kann man doch Werkzeuge machen, richtig? Bronze. Wenn wir eine Bronze-Sichel machen, können wir nicht machen. Gut. Nee, nicht Waffen. Kupfer-Werkzeug. Gib mir eine Kupfer-Sichel. Ein Holzstamm, zwei Kupferbarren. Da muss ich erstmal gucken, ob wir das überhaupt haben. Was ist das? Steine. Wir haben genug Kupferbarren. Das ist nicht das Problem. Okay. Dann machen wir gleich zwei. Es könnte sein, dass das vielleicht nicht reicht, beziehungsweise brauche ich mal die Helga wahrscheinlich auch was. So, Holzstämme hätte ich gern. Und zwar zwei. So, das nehmen wir schon mal wieder raus. Das Kupfererz. So, dann brauchen wir vier. Und das Kupfererz tun wir schon mal wieder rein. So, Schema kaufen und dann herstellen. Zwei Stück. Ich weiß, dass es mehr sich Sinn machen würde, sich jetzt eine Eisensichel auch zu kaufen. Wir müssen ja ein paar Sachen herstellen, sonst kriegt man ja nie die Punkte zusammen. Ich hoffe, dass wir irgendwelche Erfahrungspunkte da zusammenbekommen.
landwirtschaftstechnischer Natur. Das ist ja schon relativ mühsame Arbeit. So. Ja, komm, weg. Ja. So, ich glaube, wir haben's. Ja, wir haben's jetzt, Junge. Nice. Hat auch nur ungefähr eine halbe Sichel. Also, du brauchst wahrscheinlich eine Sichel, eine Kupfersichel pro. Die kommen jetzt alle rein. So, gib mir mal den Roggen, den dreschen wir jetzt mal. So. Roggen. Alles 40. Oh, 280 Stroh für mich. Guck mal, 560. Was? Roggenkorn, echt? Dann noch drei Roggen übrig. 65 Roggenkörner. Nice, 280 Stroh. Warte mal, das Verdorbene tun wir mal rein. Den Dünger haben wir schon. Genau. Ton und Stroh. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, um Tonbewurf zu machen. Wo war denn das? Aus 10 Ton, okay. Na gut, ich schmeiße es trotzdem mal ins Materiallager. So, Stroh und Ton. So, kommt der Ton zusammen. 34 haben wir schon wieder. Kalk, 6. Für eine Wand reicht es immerhin schon mal. Wie war das? Frühling, Flachs, also Leinsamen säen. Na, erstmal müssen wir den Dünger ausbringen. Also, Säckchen, halt Werkzeug. Wir nehmen mal das 15%, vielleicht reicht das ja. Und, Dünger. Davon brauchen wir 40. Bisher hat sich die Bude noch nicht beschwert, dass sie nichts machen kann. Wo ist das Säckchen wieder? Echt zu viele Sachen dabei. Wieso hast du eigentlich ein. Wieso hast du ein Kupfersäckchen auf. Was machst du denn damit? Ach, das ist für die. Ist so. Für den Pflaumensetz. Ach so, du nimmst das Kupfersäckchen auch dafür. Okay. Nee, nicht Hafer. Hafer wäre tatsächlich interessant. Dünger war jetzt erstmal. Genau, Leinsamen dann. So. Es hat gerade so durchgehalten. Schon gedacht, das wird aber knapp. Ach, guck mal. Die Bäume sind nicht zurück, interessanterweise, okay. Ja, guck mal, die blühen jetzt schon. Das ist ja cool. Okay. Da muss ich nochmal nachlesen, wie das ist mit den. So, Eisenhacke bitte. Mit den Bäumen, wie die wieder kommen. Oh, Schmetterlinge gibt's auch schon, gut. Oh, das geht wenigstens schnell, sehr schön. Hä? Wo ist das Säckchen? Haben wir das nicht auf der 3 gehabt? Ich hab wieder hart ausgemacht. Da muss ich mich ja nicht wundern. Okay, der Dünger hat geklappt. Dann machen wir jetzt Leinsamen. Und zwar brauche ich 40. Gut, und ich nehme sicherheitshalber noch ein Säckchen mit. Hallo? Kannst du jetzt bitte mal machen, was ich von dir will? Wo ist die Leinsamen? Ist das im Sommer auch fertig. Einmal kannst du noch anscheinend, okay. Nein, du kannst noch einmal, gut. Kannst immer noch, gut. Jetzt ist es kaputt gegangen.
Und damit sind wir auch schmutzig. Gut, alles klar. Okay. Ja, wer denkt, das sei jetzt viel Arbeit gewesen, der kann sich auf den Sommer freuen, dass nämlich beide Felder zu machen. Uff. Ja, das wird tatsächlich eine größere Arbeit. Okay. Nee, die Eisenhacke. Na gut, du kannst auch hier reintun. Ist okay. Schmutzig. Der Herr ist schmutzig. Gut, dann waschen wir den Herrn. Ich bin mir auch relativ sicher, dass wir die Handschuhe nicht mehr brauchen. Aber ich guck gleich mal, wie warm es eigentlich ist. Also ich wollte auch gucken, wie... 20 Grad, um Gottes Willen. Also Fertigkeiten, ja stimmt. Die habe ich gar nicht vergeben. 5 mehr Erfahrungsgewinn, ja, das wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht. Was ist das hier? Schneller in landwirtschaftliche Tätigkeiten für die nächsten 10 Sekunden. Okay, mehr Früchte von Plantagen. Okay, interessant. Weniger Ausdauerverlust. Na gut, das ist eher irrelevant. Pferde galoppieren schneller. Mach mal hier. Hallo, ich drück doch G. Was ist denn eigentlich das hier? Chance, zusätzliche Getreide auf Feldern zu ernten. Interessant. Haben wir jetzt erstmal nicht mehr? Ah doch, haben wir. Tatsächlich. Ja. So. Da kommen wir doch ganz gut voran. Technologie. Gänsehaus wäre das nächste. Okay. Da sind wir sogar tatsächlich relativ nah, interessanterweise. Dann wollten wir noch eine Falle bauen. Genau. Wie viel... nicht Zäune fallen. Wenn man das öfter nicht macht, dann weiß man gar nicht, wo es ist. Hier ist es. Fischfallen. Fischernetz. Rattenfalle. Vogelfalle. 10 Stöcke. Ich hoffe, dass die Bäumchen wenigstens wieder kommen. Nee. Alles verschwindet. Naja, guck mal, da meldet sich jemand tatsächlich jetzt. Gut. Sekunde. Ich bin hier sofort für dich da. Okay, dann machen wir hier oben noch eines. Da rennt jemand rum. Echt, wer ist denn das? Was? Limit überschritten. Wer ist das, wer hier rennt? Oder. Das ist ja interessant. So, was braucht sie denn? Die Äpfel sind übrigens im hervorragenden Zustand. Das wäre dann auch wieder was für Dung. Schmeiß die auch mal gerade raus. Verwaltung. Die kommen nicht über 6% raus, echt? Kein Gegenstand Leinsamen. Okay. Muss dann auch ins Materiallager, oder was? Das kann dann natürlich sein. Ich glaube, die haben drüben auch keine Scheune, deswegen. So. Gucken wir, ob das reicht oder ob ich noch was kaufen muss. Weil wir haben ja 63 Felder gegeben. Also kein Gegenstand oder zu wenig? Okay. Nee, warte mal, da müssen wir noch, genau. Da müssen wir nach Ostoria. Nicht nach Piastovia. Hallo? Oh, du bist alt, Junge. Schon ein Jahr älter inzwischen. Müssen wir euch nach Osten? Ja. Ein bisschen nördlich halten. Erhält man natürlich gleich wieder direkt Ausschau. Nach Lagern oder sowas. Ich sehe aber nichts. So, dann holen wir noch mal 13 Leinsamen ran.
Und Dung, weil falls sie Dung hat, kaufen wir den auch gerade ab. Und dann sollten wir vielleicht auch gucken, dass wir Steuern zahlen. 700 Münzen will der Penner. Da vorne blühen auch die Apfelbäume. So, gar nicht reden. Gib mir allen Dung. Ja, allen. Hast richtig gehört. Und Leinsam 13. Gut. Whatever you need. Naja, tschüss. Gibt es hier eigentlich irgendeine Mission? Ja, das ist unser. Nee, das ist irgendjemand da vorne. Ja, was? Du, Prosulka. Wie läuft dein Tag? Schlecht wie immer. Als wären ein Mückenschwarm und ein verrückter Mann nicht genug. Jetzt muss ich mich auch noch um jemanden kümmern, der seinen Müll am See ablädt. Das ist einfach inakzeptabel. Beruhig dich, was für ein Müll. Irgendein Dieb hat einen Korb mit einem Stück Pergament daneben dort stehen lassen. Was denkt er, wer das ist? Eine Sammelstelle für Müll? Keine Sorge, ich kümmere mich trotzdem. Keine Panik. Ja, wo? Ja, ich muss die Mission wechseln. Über was? Da drüben? Er hat doch hier drüber gezeigt. Guten Tag, ich gehe nochmal durch den See. Lassen Sie sich nicht stören. Na, wenigstens sind wir blitzblank. Oh ja, hier gibt es Tauben im Wasser. Ach, an dem Korb waren wir doch schon gewesen. Diese stramme Waden im Wasser. Ach hier, der Zettel. Du bemerkst ein unscheinbares Stück Pergament, das auf dem Boden liegt. Lies, was draufsteht. In dem seltsamen Brief steht, bring Fisch, Rotaugen, die Kleinen, leg in Korb höflich, 3 ist 5. Sieh dir das Pergament genauer an. Der Text ist nicht nur seltsam formuliert, er ist auch geschrieben, als hätte jemand die Feder dabei im Mund gehalten. Die Buchstaben sind unordentlich hingekritzelt und die Tinte ist überall verspritzt. Das kann nicht das Werk eines Erwachsenen sein. Höchstwahrscheinlich war es ein Kind, ein sehr junges. Behalte den Brief und verlasse diesen Ort. Ja, nur? Finde das jüngste Kind in Osthoja. Ah ja, der Wegmarker ist auch super. Egal, wo wir hingehen, er ist richtig. So, Kinder. Das ist kein Kind? Gibt es überhaupt Kinder? Sehe nur Erwachsene, lustigerweise. Das klingt zwar wie ein Kind, ist aber keins. Gibt es hier irgendwo Kinder oder wie ist das hier? Was passiert mit den Kindern tagsüber? Schafe sind auch weg. Nee. Das sind immer eine Menge Ziegen. Und Schafe. Was? Warum war hier was rot? Achso, die Fichte ist blockiert. Also ich sehe keine Kinder. Ich würde sagen, wir kommen vielleicht nochmal zurück. Gut.
Er wieder nun. So, ab auf den Hügel. Und die Sonne geht bald schon wieder unter, ist ja der Hammer. Wir rennen gerade mitten in den Fuchs rein, okay. Wolf, Entschuldigung. Der andere Fuchs. Dachse. Der Weg geht dann da drüben auch direkt durch. Ja, genau, natürlich. Ist ja klar. Da gibt's auch Ton. Interessant, bisher haben wir noch kein Lager gefunden. Hier im Wasser war mal was gewesen, aber da ist jetzt auch nichts mehr. So. Ja, nicht ganz so jungforsch. Okay, dann lass uns mal die Leinsamen hier bunkern. Ich hoffe, das ist dann das, weil jetzt sind wir mit 63 da drin. Das müsste es dann eigentlich gewesen sein. Anscheinend nicht. Muss ich das in den Feldschuppen legen, oder was? Das wäre natürlich blöd. Das wäre natürlich blöd. Hm. Warte mal. Dann lass uns erstmal das, die Steuern zahlen sozusagen. Also ich entdecke bisher noch keine Lager. Ich will jetzt mal in dem Haus gucken, ob das dann, wenn es in ein neues Jahr geht, ob da was Neues da ist. Anscheinend nicht. Oder sowieso nicht. Ne, die bleiben dann leer, okay. Na gut, dann ist das halt so. Es ist einfach nichts zu sehen. Okay, gut. Macht da nichts. Vielleicht gibt es auch noch im ersten Jahr. Da gibt es auch wieder eine neue Quest. Ist in seiner Hütte oder was? Oh, Junge. Hallo! Kenne ich dich? Bin hier, um meine Steuern zu zahlen. Und deshalb ist der Frühling meine liebste Zeit im Jahr. Ich ertrage diese verdammte Ungeziefer nicht, aber ich liebe dieses Klimpern von leicht verdientem Geld einfach. Kommt zu Papa, ihr wunderschönen glänzenden Münzen. Hier, das sollte alles sein. Ja, ja, schon recht. Du kannst jetzt wieder gehen. Enddialog. So long. So, das machen wir erstmal aus. Warte mal. Hm. Wir haben es nicht aufs Dach geschafft, schade. Ja. Sehr der Dialog, Mensch. Robots nur mir. How can I help you? Hallo, wie laufen die Geschäfte? Keine Probleme mit dem Nachschub? Willkommen und danke, dass du fragst. Es könnte schlimmer sein, aber vielleicht möchtest du einer meiner zuliefernden Bauern werden und deine Waren am angesehenen Stand in Piastovia verkauft sehen.
Ich bin nicht sicher, ob das hier der angesehenste Stand in Piastovia ist, aber es ist mit Sicherheit der einzige, der Nahrungsmittel verkauft. Ich suche vor allem nach roter Beete. Es gibt hier einen rote Beete-Baron, der kommt und sie in großen Mengen kauft. Und wenn dann noch jemand anderes welche möchte, kann ich höchstens noch Zwiebeln anbieten. Wer hätte gedacht, dass rote Beete einem ein seltenes Gut werden könnte? Der Markt kann ziemlich unberechenbar sein. Falls du im Moment keine rote Beete anbaust, kann ich dir Saatgut geben. Danke, ich komme mit roter Beete zurück. 16 Samen. Steht das da? Wird im Frühjahr gepflanzt werden. Ah, das Feld bestellt. Okay, wie viel will er denn? 70. 16. Kriegt man von 16 rote Beeten 70, also Samen, 16 Samen, 70 rote Beete raus? Das Symbol ist übrigens verschwunden. Scheint hat sie sich damit begnügt. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Folge wird. Es war wieder eine Unterbrechung drin. Oder mehrere. Außerdem habe ich ja die ganze Ärger-Szenen ein bisschen beschleunigt. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut, machen in der nächsten Folge mal weiter. Ich würde gerne noch mal gucken, ob man vielleicht noch das ein oder andere Lager aufspüren kann. Dass man vielleicht noch ein paar Dinge findet, die man verkaufen kann. Genau. Ansonsten, wir können noch mal gucken, ob das funktioniert hat. Jetzt inzwischen sind wir noch auf 63. Sie sagt jetzt aber nicht, ob da was fehlt. Keine Ahnung. Die sind auf jeden Fall extrem glücklich, die nicht. Warum auch immer. Das sieht man lustigerweise auch nicht. So. Liegt das im Haus oder was? Nö, eigentlich nicht. Wir haben auch noch ein einfaches kleines Haus. Nö, keine Ahnung. Also ich wüsste jetzt nicht, wieso er so unglücklich ist, aber er wird schon wissen, warum. Ja, genau. Und dann müssen wir noch mal ein Feld noch mal starten für die rote Beete, weil ich möchte mal gucken, auch wie hoch der Ertrag ist. Der ist ja anscheinend schon relativ üppig. Ob es für die 70 reicht, das wage ich zu bezweifeln. Vielleicht kaufen wir sicherheitshalber noch ein paar. Dann geht es in den nächsten weiter. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.